Es ist der 1. September 1985. Das 1000-Kilometer-Rennen von Spa-Francorchamps. Eingangs der Eau Rouge attackiert Stefan Bellof den führenden Jackie X, will links vorbeiziehen, doch die Wagen kollidieren. Bellofs Porsche verliert die Bodenhaftung, prallt in die Mauer hinter der Leitplanke. Der bewusstlose Pilot wird aus dem Wrack geborgen. Kurze Zeit später erliegt der Deutsche im Krankenhaus seinen Verletzungen. Stefan Bellof. Für viele das größte Fahrertalent, das die Motorsportwelt jemals hervorgebracht hat. Geboren 1957 in der deutschen Stadt Gießen. Schon seit frühester Kindheit fährt er Kart und sammelt in verschiedenen Formelklassen Fahrererfahrung. Sein Debüt in der Königsklasse 1984. Ken Tyrrell entdeckt den damals 27-Jährigen. Mit seinem Fahrgefühl und seinen spektakulären, unerschrockenen Überholmanövern sorgt Bellof schnell für Furore. Obwohl als einziger mit einem unterlegenen Saugmotor ausgestattet, lehrt der Tyrrell-Pilot der Turbomotorenkonkurrenz das Fürchten. Die Fachpresse umjubelt ihn als deutsches Wunder, als Zauberlehrling. Abseits der Piste lieben Fans und Kollegen seine aufgeweckte, fröhliche Ausstrahlung. Stefan Bellof war für mich natürlich ein ganz, ganz enger Kamerad, mit dem ich ja direkt auf Augenhöhe und auch Rad an Rad gekämpft habe in der Formel 2. Und deswegen muss ich sagen, habe ich mich mit ihm sehr gut verstanden. Es war ein sehr nettes und auch trotzdem sehr kompetitives Verhältnis, weil wir waren ja beide Deutsche, wir wollten ja beide Formel 1 fahren. Ihm ist das etwas früher geglückt als mir. Ein lustiger, total unbekümmerter Fahrer, ein Riesentalent, der einfach gelacht hat und Vollgas gegeben hat. Neben der Königsklasse startet Bellof parallel auch in der Sportwagen-WM. Und hier nimmt im September 1985 die Tragödie ihren Lauf. Heute minimieren die neuen Sicherheitsstandards die Gefahren und Risiken im Rennsport. Passagen wie die Eau Rouge konnten dadurch entschärft werden. Stefan Bellof, eine viel zu kurze Karriere, erinnert an einen der hoffnungsvollsten Fahrer des internationalen Motorsports.